Hallo, meine Freunde, weiter Map-Forschung, heute ist die Grönland dran. Wir schauen mal rein, bis zu denken, meine Freunde.
So, Leute. Ja, ich finde die Map jetzt sehr schön. Sehr speziell aufgebaut. Ich finde allgemein alles ein bisschen sehr schöne Felder. Das mit der heißen Ton ist gut gemacht, finde ich. Ja, allgemein auch der Hof. Sehr speziell. Die Verkaufsstellen nicht schlecht geregelt. Speziellen Namen zwar, ja, aber echt gut gemacht. Und auch, ja, die Felder schön markiert und echt gut aufgebaut. Also, sowas mag ich echt gerne. Oh, sorry, Leute. Fett. Ja, und ich finde sowas einfach echt gut geregelt. Ich meine, wir hatten ja schon ein paar Maps in diesen Map-Vorstellungen, wo ein bisschen nicht so toll waren. Ja, und da finde ich sie jetzt schön. Also die finde ich jetzt echt gut geregelt. Respekt dafür, meiner Seite her. Und ja, ich finde sie schön. Was meint ihr? Ihr könnt es mir sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Und so. Und ja. Ich finde sie sehr gut gelungen. Ja. Ich finde sie schön. Du bist jetzt für mich jetzt nicht irgendein Let's Play möglich, weil, wie gesagt, zu viel Projekten verderben den Brei. Okay, ist zwar ein bisschen falsch formuliert, aber ihr wisst, was ich meine. Nee, sonst ist sie gut. Ja, ihr könnt mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich finde sie gut gemacht. 9,5 Punkten von 10. Ja, es ist eigentlich gut. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte, das war schon wieder mit dieser Map-Vorstellung, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen fetten Daumen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Sorry. Wenn du noch kein Abonnent bist, bitte abonniere mich. Wenn du ein Abonnent bist, bitte aktiviere die Glocke, um nichts weiter sehen zu verpassen. Folgt mir bitte auf Twitter und Instagram, das ist mein Titelbild, über den Abonnier-Button, das ist auch mein zweiter Kanal verlinkt, Simulator LP. Und sonst, was ich sonst für Videos gemacht habe, und ciao, Leute!